Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Da ist ein Fehler, Leute. Sie lagen anders, als sie eingeschlafen sind. Als sie eingeschlafen sind, lag Kara am Kamin. Jetzt lagen sie gerade andersrum. Okay. Können wir einfach an den Kamin gehen, um das Feuer neu zu entfachen? Etwas Holz, okay. Ah, hier liegt was. Detroit Today. Cyber Wildlife. Erster Androiden-Zoo wird eröffnet. OS-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Wow. CyberLife eröffnet in L.A. den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotischen Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. CyberLife-CSR-Sprecherin Danielle Carnage sagte, der Zoo wende sich an Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngere Generation über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu bilden und zu inspirieren. Zwar beklagen Umweltschützer, der Zoo mindere das Bewusstsein für das Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Die Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch CyberLife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochenendtrip für die ganze Familie. Finde ich, klingt eigentlich ganz cool. Was haben wir jetzt hier? Kanada nach noch androidenfreie Zone. Kanada, saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Die Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Die USA habe ihr Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet, doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status im Land. Zwar kurbeln die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit. Die Streitigkeit für und gegen ihre Legalisierung in Kanada dauert noch an. Doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Da haben wir doch noch mal Holz. Kann ich das nehmen? Was haben wir hier? Ein Bild. Auf jeden Fall ist der andere Android nicht mehr hier. Und überall RA9. Ein Ziel davon. Durch die Tür können wir nicht gehen. Was kann man hier machen? Schauen. Ein Vogel.
Eine Armbanduhr. Jetzt vor 8 stehen geblieben. Und Geld. Schön brav zurücklegen. Denn der Typ ist wahnsinnig. Könnten wir theoretisch nach oben gehen? Okay. Ja, aber braucht ganz dringend neue Kleidung. Wir fangen im ersten Zimmer an. Schon wieder voll ist. Ich denke nicht, dass da Klamotten drin sind, obwohl eine Jacke, ein T-Shirt. Drüben ist auch noch T-Shirt und Pulli. Du musst deine Haare aufmachen, Mädel. Oh, sie sieht doch jetzt eigentlich ganz cool aus. Na, da rein. Ich weiß, ich wehre mich hier so ein bisschen gegen diese Kameraperspektive. Fällt mir echt schwer, weil sich die Kamera immer bewegt und immer ist an einer anderen Stelle. Ah, da liegt ja eine Schere. Ah, schlimm. Aber sie hat immer noch das Androiden-Ding hier. Schwarz, weiß oder blond? Ich habe doch gerade auf schwarz gedrückt, aber sie hat immer noch keine schwarzen Haare. Oh mein Gott. Warum? Habe ich hier reingeguckt. Das wär's erstmal. Sie können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn Sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Sie überschneidet sich bereits. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan.
und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Scheiße. Vielleicht. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Das ist sehr nett von dir, Ralph. Aber wir müssen los. Los? Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Das wird ganz toll. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Karl. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte, es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fing den Besten, den Größten, der da war. Das wird ein köstliches Mahl. Köstlich. Mach schon. Iss. Ich habe die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein. Ralph. Vater. Mutter. Kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein. Nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Nein, wir wechseln jetzt. Einfach jetzt. Ich will nicht. Ich will mit Kara flüchten. Oh mein Gott. Ich will mit Kara flüchten. Es sieht nur ihn, nicht Kara.
Prozessor LED. Hinweis auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung mittel. Modell WR600 Gärtner als vermisst gemeldet. Brandfleck, irreversible Hautschäden, mögliche Ursache extreme Hitze. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Wo ist sie dann? Ich will nicht. Ich will mich jetzt weder selbst gefangen nehmen. Mann. Ich meine, sein Job ist es, sie gefangen zu nehmen. Aber ich will, dass Kara entkommt. Sie sind da drüben. Will ich sie fangen? Oder will ich, dass sie entkommen? Nicht schießen! Wir brauchen sie lebendig! Oh mein Gott. Oh verdammt! Wahnsinn! Entkommen. Werden sie nicht. Sie schaffen es nie auf der anderen Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Wir hören auf Hank. Weil ich auch will, dass Karen kommt. Und ich will nicht, dass der andere zerstört wird. Komm schon. Mann! Schon. Das war knapp. Das war heftig. Bist du okay? Boah. Wir sind jetzt vor Ralph entkommen. Und vor Connor. Also in dem Szenario sind Karen und Marcus die Abweichler und Connor muss uns finden. Es ist schrecklich. Und jetzt ist die Frage, wird Connor auch zum Abweichler? So viele Wege. So
so viele Wege, was hier gab. Lauf, Cara, lauf, ja. Ja, hat schon angefangen. Ach, stimmt. Wo sie aufwacht. Alleine das hätte schon die komplette Situation geändert. Wären sie im Auto wach geworden. Schätze ich mal nicht, dass sie es so einfach weggeschafft hätten. Oder im Motel. Habe ich mich braun? Für braun entschieden? Ich glaube, ich wollte eigentlich schwarz. Egal. Bei Kleidungwechsel hätte ich auch noch mal Auswahlmöglichkeit gehabt. Okay, wusste ich nicht, habe ich nicht gesehen. Von Connor gestört. Connor untersucht das Haus. Boah. So viele Möglichkeiten fürs Untersuchen gewesen, schon unten. Okay. Wie gesagt, sie sind zum Highway gelaufen. Und sie haben sicher die andere Seite erreicht. Ja. War spannend, dass wir dann auch kurz Connor spielen konnten. Und ich persönlich, man entscheidet sich für eine Seite. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich will, dass Cara und Alice entkommen. Aber gleichzeitig, wenn ich Connor spiele, will ich auch immer, dass er die Abweichler fängt. Man bildet selbst so eine Art Charakter für die eigenen, für diese Figuren, wo man sagt, so will ich diese Person spielen. Ich will, dass Cara alles macht, was für Alice richtig ist. Und ich will, dass Connor seine Arbeit gut macht. Und ich will, dass Markus auch tut, was er will und künstlerisch sich gestaltet, wenn das irgendwie möglich ist. Heftig. Wie es weitergeht beim nächsten Part. Macht's gut. Ciao.